So, wenn wir jetzt auf dem Zirkel galoppieren und die Reiter eben so reiten, das ist das, was wir nicht wollen, ja? Der Reiter lenkt am inneren Zügel, außen kommt kein Bein mehr hin. Und jetzt möchte ich diesen Sitz korrigieren. Dann sage ich meinen Reitern, Zügel einhändig in die innere Hand, äußere Hand hinten an den Sattel. Die meisten ziehen ja am inneren Zügel, weil sie eben Angst haben, dass die Pferde nicht mehr lenken. Wenn ich den Reitern gestatte, sich hinten festzuhalten, dann trauen die sich mehr, sich nach innen reinzusetzen und vertrauen auch mal, dass sie jetzt, wo sie ja richtig sitzen, mit dem äußeren Bein lenken können, dass sie also den inneren Zügel gar nicht mehr brauchen. Ja, und dann können die ein Gefühl dafür bekommen, dass Lenken auch übers Becken funktionieren kann. Und was ich dann auch immer von den Reitern verlange, da sind wir wieder beim Thema Muskelgedächtnis, wenn die das so ein paar Runden gemacht haben, lasse ich die in der nächsten Runde genau an der offenen Seite es wieder falsch machen. Das heißt, sage wieder, okay, jetzt mach's wieder so, wie du es immer machst, dass das hier wieder kommt. Ja, damit der Reiter ein Gefühl dafür bekommt, oh, ja, das fühlt sich jetzt falsch an. Okay, so fühlt sich wieder sicherer an. Ja, also wirklich ganz wichtig bei Sitzkorrekturen. Man muss Sitzfehler verstehen, um daran arbeiten zu können.